Manny Hoffmann, 37, Spieler von SV Westhofen, Stürmer. Ein schönes Gefühl, ne? Für die Mannschaft, 10 Tore zu schießen, ist schon was Besonderes. Macht man auch nicht immer. Ein Kollege von mir hat vor dem Spieltag gesagt, heute machst du 10 Stück. Weil ja der Tabellenletzte kam und davor die Wochen auch nicht so gut bei denen liefen. Und dann hat er schon gesagt, du machst heute 10 Stück. Sag ich, ach Quatsch, erzähl keinen Scheiß. Das gibt's nicht. Und zur Halbzeit kam er dann, wo ich schon 5 habe, sagt er, wenn ich nur noch 5. Und dann habe ich langsam auch gegrübelt. Aber trotzdem im Spiel auch nicht drüber nachgedacht. Und dann wurden es doch auf einmal 10 Stück. Und jetzt muss ich dem 2 Bananenweizen ausgeben. Wie gesagt, die 10 Tore waren schon überragend. Dass ich dann noch mal für die erste das Siegtor auch noch schießen darf, das ist überwältigend, sage ich einfach mal. Also ein schönes Gefühl, Vater zu werden. Ich habe ja auch schon 2 Kinder vorher, 2 Mädchen. Aber jetzt mit meiner neuen Frau und einen Junge zu bekommen, ist schon was Besonderes für mich. Und ja, auf dem Platz hat sich nicht viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele halt Fußball und zu Hause hat sich halt eine Menge verändert. Möbelmonteur. Wir bekommen neue Möbel und dann werden wir Büros einrichten. In dem Sinne dann halt aufbauen, vertragen, was so dazugehört, um ein Büro einzurichten.